Einen wunderschönen guten, was sagt man, Nachmittag von mir. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung erneut. Ich werde heute mal wieder ein paar Videos zeigen. Ich habe mich mit meinen letzten Jahren am Institut für Bienenkunde in Oberursel eigentlich mit den Auswirkungen insgesamt des Cholinergensystems der Honigbiene befasst, und da gehören auch die Neonicotinoide dazu. Was das ist, erkläre ich gleich nochmal genau. Und hauptsächlich sind dabei viele Videodaten entstanden, die ich heute auch nochmal teilen wollte. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere schon, aber es gibt auch ein paar neue Dinge, die es da zu bestaunen oder begutachten gibt. Ja, und ich hoffe, dass die Präsentation so gut durchläuft, wie ich mir das vorstelle. Fangen wir doch einfach mal an mit der ersten einleitenden Folie. Es ist eigentlich jedem bekannt. Bienen gehören zu den Hautflüglern natürlich. Etwa 156.000 Arten gibt es da in 132 Familien. Da gehören auch die Ameisen dazu und die Wespen und die Hornissen. Das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht erklären, aber das ist, sage ich mal, damit Sie ins Thema reinkommen. Als hätten Sie nicht schon genug von Hautflüglern gehört in den letzten paar Tagen. Wie ist es jetzt eigentlich, wie entwickeln sich diese Tiere denn? Und jetzt schauen wir uns das genauer am Organismus der Honigbiene mal an. Das sind nämlich sogenannte holometabole Insekten. Und holometabole Insekten bedeutet, oder haben eine holometabole Entwicklung, das heißt, dass sie eine Metamorphose durchmachen. Also die Larve, es gibt ein Larvenstadium, und die sieht anders aus, als wie es dann ganz zum Schluss das adulte Tier aussieht. So eine junge Heuschrecke, die sieht immer gleich aus zum Beispiel. Das sind dann hemimetabole Insekten. Ja, und die Honigbiene hat einen so Lebensentwicklungszeitspanne von so etwa 21 Tagen. Wir werden gleich sehen, dass das auch mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein kann. Aber was hier wichtig ist, ist, was man jetzt hier so sieht, ich hoffe, Sie sehen den roten Punkt, das ist so eine Art Zeitstrahl mit den Tagen obendran, also 21 Tage, am 21. Tag wird sie dann schlüpfen. Und diese Zeichnungen, die kennen Sie vielleicht. Die kennen Sie vielleicht von Büchern, von Lehrbüchern oder so. Ja, in dem Fall ist das jetzt hier aus dem Winston. Winston 1984, 1986, bin ich ganz sicher, gab es auch mehrere Auflagen. Und das ist zum Beispiel bei uns am Institut ein ganz bekanntes Lehrbuch. Wenn also neue Studenten kommen, zack, geben wir denen das mal in die Hand und sagen, hier, lies mal ein bisschen was über das und das Thema. Also anerkannte Bücher ist schon ein bisschen her, wie man sieht, aber was interessant ist, ist, da ist eine ganz schon viele Fehler sind da drin. Ja, sehen Sie vielleicht nicht so genau, aber ich weiß nicht, wer das alles sehen kann, können Sie auch gerne reinschreien, wenn Sie wollen, ja, Protest sozusagen. Wir haben hier erstmal eine Embryogenese, also das Ei wird gelegt in den ersten 3 Tagen, und danach geht es hier so weiter, und wir werden hier uns anschauen, wie viele Fehler hier eigentlich drin stecken. Gucken wir uns mal an, wie die Embryogenese denn aussieht, oder beziehungsweise wie sieht es überhaupt aus, wenn die Königin ein Ei in die Zelle legt. Und das sehen wir auf dieser Aufnahme hier. Da inspiziert, da können wir gerne immer mal wieder so ein bisschen die Scheinwerfer runter machen, damit wir einen schönen Kontrast bekommen. Inspiziert die Königin die Zelle, und danach legt sie hier nach etwa 10 bis 20 Sekunden ihr Ei in die Zelle. So geht alles los. Und dann entwickelt sich der Embryo für etwa 3 Tage, und am vierten Tag, Beginn des vierten Tags, meistens sind es so 76 Stunden, dann schlüpft der Embryo, beziehungsweise die junge Larve, ja, aus dem Ei heraus. Und das sieht dann so aus. Ja, das platzt dann manchmal hier so ein bisschen auf an der Seite, wie man das sieht. Und dann versucht sie sich mit Bewegungen da eben auch das Ganze weiter aufzureißen. Und die Membran löst sich sogar auch auf. Und es dauert nicht so lange, bis das geschehen ist. Danach muss die junge Larve natürlich versorgt werden. In den nächsten Tagen wird sie dann also von den Arbeiterinnen gefüttert mit einem Futtersaft. Und das sehen wir jetzt hier. Und jetzt vielleicht erkennt man hier schon den ersten Fehler. Ja, das ist also nicht so, dass die Bienen, dass die Larven sich hier so mal so nach oben strecken einfach. Das sind ja Rundmaden. Die befinden sich so
an Zellboden und drehen sich da in dem Futtersaft natürlich und nehmen so immer den Boden der Zellen normalerweise ein. Ja, ist gar nicht so lange her, 1984, da bin ich ungefähr fast geboren gewesen. Aber man hätte jetzt, ich habe mich dann doch gewundert, dass das so unterschiedlich denn ist, dass es hier gar nicht so dargestellt wird. Jetzt können wir zum nächsten Punkt kommen, die Verdeckelung. Am etwa 9. Tag wird die ganze Zelle dann eben verdeckelt. Und das sehen wir jetzt hier. Die Larve ist also schon ganz schön groß geworden. Und jetzt haben wir hier so ein paar Arbeiterinnen, meistens 1, 2, die sich hier so damit beschäftigen. Und die nutzen auch immer wieder ihre Vorderbeine, um den Deckel entweder nach oben zu ziehen oder auch zu prüfen, wie dick denn überhaupt dieser Wachsdeckel ist. Ja, da sieht man immer wieder, wie die Vorderfüßchen hier so reinkommen und den Deckel nach oben ziehen und auch überprüfen, ob da alles richtig ist. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist natürlich für die Bienen stockdunkel, ja? Also alles komplett in der Nacht sozusagen. Alles wird nur über das Tasten der Fühler wahrgenommen oder auch über elektrische Felder. Aber ja, ganz schöne Leistung, die Sie da bringen müssen, alles im Dunkeln. Weiß nicht, vielleicht kennen Sie so Museen, Dialog im Dunkelmuseum gibt es bei uns in Frankfurt. Ja, da kann man mal essen gehen zum Beispiel, komplett im Dunkeln. Das macht ganz viel Spaß. Kann man sich mal... kann man das mal machen und sich dann Bienen vorstellen. So ist es dann für Bienen wahrscheinlich auch. Nun gut, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich was passiert, wenn die Zelle denn dann verdeckelt ist? Und das sehen wir hier, die Larve fängt an, ihren Kokon zu spinnen. Auch eine Bewegung, die wir jetzt, sage ich mal, hier nicht wirklich so sehen können. Wie viel Bewegung da eigentlich drin steckt, nachdem der Zettel verdeckelt wurde. Das sieht ja so aus, als ob die sich einfach nur streckt und danach gestreckt die ganze Zeit liegen bleibt. Das ist eben nicht so. Wir haben hier zum Beispiel die Seidenfäden, die sich hier am Kopfende befinden. Und das ist jetzt in Echtzeit, wo die Larve diese Tupfbewegung an die Außenwände macht, also an die Zellwände, in dem Fall das Glas jetzt hier, wo sie dann ihren Kokon spinnt, so wie andere holometabole Insekten auch, also zum Beispiel Schmetterlinge oder so. Dem kann man ein bisschen zugucken, das ist ganz meditativ eigentlich, müssen wir ein bisschen schauen, was die eigentlich so machen. Dann können wir ein bisschen vorspulen und dann sehen wir, dass sie das in so einem ganz gewissen, ich kann das nicht beschreiben, wie das ist, aber das ist wie so eine Art Acht, die sie immer wieder drehen, die Larven. Drehen sich also einmal rum und dann machen sie das Ganze wieder weiter oben. Ja, so geht das Einspinnen los und das dauert dann etwa 1,5 Tage. Danach kommt die Präpuppe, die auf dem Rücken liegt und dann kommt diese faszinierende Metamorphose, die wir am 12. Tag beobachten können, wo die alte Larvenhaut aufreißt. Die Puppe hat sich schon entwickelt unten drunter. Und reißt dann hier an dieser Sollbruchstelle einfach auf. Hier oben hat sich schon der Kopf rausgepresst. Ja, und dann kommen die einzelnen Beinpaare und so weiter zu Gesicht. Und der Vorgang dauert etwa 1 Stunde. Achtung, Klinkenstecker. Ja, wenn sie damit fertig geworden ist, geht es eigentlich weiter, aber weil das, finde ich, der spannendste Teil ist von allen, habe ich in diesem Jahr keine Kosten und Mühen gescheut, um ihr eine noch viel tollere Aufnahme davon zu zeigen, nämlich diesmal in Farbe und bunt. Ja, wir haben hier also nochmal, und das alles nochmal hoch aufgelöster, damit kann ich nur eine einzelne Zelle beobachten, diesmal waren normalerweise immer so 6 gleichzeitig, das sind also, ich weiß nicht, 2500 Pixel oder sowas. Ich weiß nicht, ob es hier rüberkommt, wir schauen uns das mal an. Eigentlich gibt es dazu ein bisschen Musik, weil meine zweite Leidenschaft ist Musik und ich habe ein bisschen elektronische Musik darunter produziert. Vielleicht gefällt es Ihnen ja, Sie kennen bestimmt das Theme. Mal sehen, ob es abspielt, ja. Gibt es Musik? Ah, Moment.
Ja, die Larve freut sich. Sie will tanzen. Was ist denn hier los? Das ist schade. Das ist traurig. Na gut. Finden Sie heutzutage auf YouTube, brauchen Sie gar nicht mitfilmen, haben wir hochgeladen vor einigen Wochen. Wir gucken uns weiter an, wie es weitergeht. Nach der Metamorphose entwickelt sich die Biene hier weiter. Und was wir hier sehen am 19. oder 20. Tag ist die letzte Häutung und dann die Entwicklung der Flügel. Da muss also das Hinterbein hier gestreckt werden und dann wird hier Hämolymphe reingepumpt und so entwickeln sich die Flügel innerhalb von etwa 10 Minuten. Auch etwas, was hier falsch dargestellt ist. Ja, wir haben hier also nicht am 17. Tag dann so langsam größer werdende Flügel, sondern das passiert mit einem Mal und das meistens erst am Tag kurz vor dem Schlupf. In dem Fall schlüpft die hier sogar schon am 20. Tag und deswegen ist das hier ein bisschen früher. Normalerweise wäre das hier zwischen dem 20. und 21. Tag die Entwicklung der Flügel. Und was passiert jetzt, wenn wir Viren in der Puppe haben? Das heißt also in dem Fall der Deformed Wing Virus. Ja, da wird dieser Prozess nämlich einfach übersprungen. Wir haben also sozusagen den Prozess, wo es jetzt eigentlich losgehen müsste. Jetzt müsste die Biene hier ihre Hinterbeine ausstrecken und müsste ihre Flügel ausbilden. Und das passiert einfach nicht. Warum das ist, weiß ich nicht. Können wir vielleicht noch mal Leute fragen, die da ein bisschen mehr Ahnung haben von diesen Viren, ist nicht ganz so mein Gebiet. Aber ich fand es interessant, zufällig gefilmt natürlich. Ja, man ist immer spannend, was man so alles zufällig findet im Bienenstock. Nun gucken wir uns das noch einmal von vorne an, einmal von vorne durch. Und das Ganze finden Sie auch noch mal im Netz. Sie können unter der Publikation hier unten nachschauen. Da finden Sie dieses Video und können sich das jederzeit noch mal ansehen. Wieder die Eilage der Königin. Dann entwickelt sich der Embryo. Die junge Larve schlüpft am Beginn des 4. Tages. Dann wird die Rundmade gefüttert mit dem Futtersaft, der unterschiedlich sein kann, je nachdem wie alt die Made so ist. Die Zelle wird verdeckelt. Das Kokonspinnen fängt an. Wir sehen auch schon, dass das Spinnen anfängt, bevor die Zelle eigentlich komplett verdeckelt ist. Also die dreht sich schon zuvor. Das dauert dann wiederum 1,5 Tage etwa. Dann ist der Kokon gesponnen und die Larve liegt als sogenannte Präpuppe jetzt hier nochmal auf dem Rücken. Dabei ist die Orientierung ganz wichtig, dass der Kopf natürlich hier auf der Seite ist und das Abdomen hier. Und dann haben wir die Metamorphose, die wir eben gerade gesehen haben, jetzt auch nochmal zum dritten Mal, nur dass Sie es im Zusammenhang noch einmal sehen. Dann hat sie es auch geschafft. Bis sie sich so ganz komplett nicht mehr bewegt, das kann auch mal 2 Stunden dauern.
Aber irgendwann, also nach einer Stunde, ist der Großteil sozusagen mal fertig. Dann haben wir hier die Pigmentierung der Augen, die dann hauptsächlich sichtbar ist. Wir haben jetzt einen sehr starken Zeitraffer hier gerade gehabt, sind am 19. Tag schon. Die letzte Häutung hat stattgefunden. Jetzt kommt dieses Ausbilden der Flügel eben nochmal, damit Sie alles, was Sie gerade gedacht haben, ach, das wollte ich vielleicht nochmal genauer sehen. Das sehen Sie jetzt nochmal. Und dann ist die Biene auch bewegungsfähig, dreht sich dann innerhalb der Zelle noch ein paar Mal und in dem Fall ein bisschen verfrüht, wie bereits gesagt, fängt sie an, sich frei zu fressen, ja, und schlüpft letztendlich aus der Zelle. Das als kleinen Einstieg zur Entwicklung der Honigbiene. Danach macht die Biene natürlich einiges an Verhaltensweisen, was mich persönlich besonders auch interessiert hat, nämlich Haushalt, Brutpflege, Bauverhalten, Wachen, Futtersuche. Das ist alles das, was Sie ja wissen, was dann passiert. Und dann mit der Futtersuche kommen dann eben eventuell auch die Pestizide in den Stock hinein. Und das war eben unter anderem eine der Sachen, die ich untersucht habe. Wie verändern diese Pestizide die Entwicklungszeit und wie verändern sie auch das Brutpflegeverhalten? Und dabei da gibt es ein ganz wichtiges Wort dabei. Diese Pestizide, wir haben die Neonicotinoide untersucht und die Neonicotinoide, die beeinflussen dieses cholinerge System. Also die tun so, als wären sie dieser Stoff, nämlich Acetylcholin. Und Acetylcholin ist jetzt das einzige, kennen Sie vielleicht sogar noch mal irgendwo aus dem Bio, weiß ich nicht, ob da Bio-Leistungskurs oder sowas, fiel es vielleicht mal, das ist so eigentlich ein Neurotransmitter, es kann aber auch ein ganz anderer Transmitter sein, also das heißt ein Botenstoff für nicht nur Bienen, sondern auch bei uns wird er auch eingesetzt. Und ich will insgesamt schauen, wie beeinflusst denn jetzt dieses cholinerge System die Embryogenese, die Larvenentwicklung, die Drüsenentwicklung, aber auch verschiedene Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Brutpflegeverhalten und das Heizverhalten. Außerdem weiß ich nicht, wo diese Rezeptoren sitzen von diesem Acetylcholin und warum es wichtig ist für die Honigbiene, für die Honigbienenentwicklung generell. Und warum es wichtig ist, kann ich Ihnen jetzt gleich an den folgenden Folien zeigen. Wie bereits erwähnt, ist das Hauptaugenmerk von Acetylcholin meistens ein Botenstoff im Gehirn. Es ist aber ein Botenstoff, der ist schon extrem lange auf der Welt. Der ist enorm hoch konserviert. Den gibt es nicht nur im Nervensystem, sondern den gibt es auch in Bakterien. Den gibt es auch in einzelligen Eukaryoten, in Pflanzen und auch in Pilzen oder in weiteren Tieren. Das heißt, es ist ein hochkonserviertes Signalmolekül und ist deswegen auch sehr wichtig. Und wie gesagt, älter als das Nervensystem. Und wir haben auch ein nicht-neuronales cholinerges System. Das wird zum Beispiel auch in verschiedenen Organen bei uns verwendet, wie zum Beispiel in Epithel- und Endothelgeweben. Wir haben Fortpflanzungsorgane, die haben auch ein nicht-neuronales cholinerges System. Und Muskelzellen verwenden das auch, Immunzellen. Und es können verschiedenste Zellfunktionen dadurch auch gesteuert werden. Zum Beispiel Aktivierung der genetischen Substanz, heißt in dem Fall Genexpression, ja, dass wir also Proteine bilden. Wir haben auch eine Rolle in der Zellteilung, in der Zytoskelettorganisation oder auch in der Sekretion. Wir haben außerdem noch Zell-Zell-Kontakte, Lokomotion, Migration, Absorption und so weiter und so fort. Sie sehen, das ist ein wirklich wichtiges Signalmolekül. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Bienen benutzen dieses Signalmolekül nämlich in ihrem Futtersaft. Bienen haben eine enorm hohe Konzentration an diesem Acetylcholin innerhalb des Futtersaftes. Und der Futtersaft wird in den Kopfdrüsen gebildet. Und das Acetylcholin wird in dieser Hypopharynxdrüse gebildet. Die habe ich zusammen mit einem Kollegen aufgenommen, dem Frederik Strobel. Und zwar genau in den Kanalzellen, die sind hier so neben. Ja, die sehen wir hier nochmal genauer, wenn es also eine Ammenbiene ist, dann gibt es hier so sekretorische Zellen, sehr große. Und die sind mit Kanalzellen, sind die hier verbunden zu so einem Hauptductus, der hier so ist, und wird der ganze Futtersaft gesammelt aus den sekretorischen Zellen. Da sind also so 8, 9 von diesen sekretorischen Zellen sind hier in so einem Bällchen
und dann wird das hier eben in dem Kanal gesammelt. Und genau hier wird also dieses Acetylcholin gebildet, hochkonserviert, unglaublich stabil. Man kann den Futtersaft kochen über mehrere Stunden und das Acetylcholin bleibt stabil. Es muss also extrem wichtig sein. Wir wissen aber nicht, warum. Wir wissen nicht, wo sind die Rezeptoren, wir wissen nicht, was es wirklich macht. Wir wissen nur, es ist wirklich viel innerhalb des Futtersaftes. Wir wissen zum Beispiel, wenn die Larven sehr jung sind, am ersten Tag im April, dann haben sie eine relativ hohe Konzentration an Acetylcholin. Wenn sie relativ alt sind, nämlich am fünften Tag, dann haben sie eine relativ niedrige Konzentration an Acetylcholin. Und interessanterweise gibt es hierbei auch noch einen Verlauf, einen zeitlichen oder einen saisonalen Verlauf. Das heißt also, es nimmt tendenziell über den Verlauf des Sommers oder des Brutjahres ab. Und auch das ist total unklar, warum das passiert. Hat das vielleicht mit der Pollenverfügbarkeit zu tun? Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Bienen irgendwie Winterbienen dadurch generieren? Also alles, was relativ wenig Acetylcholin bekommt, es wird vielleicht automatisch eine Winterbiene. Ja? Könnte das irgendwas an der genetischen Aktivierung sozusagen ändern? Das sind Fragen, die stelle ich mir gerade und da bin ich gerade dabei, diese zu beantworten. Ich kann Ihnen nur ein paar Einsichten geben in den, was wir bislang herausgefunden haben. Wie wird dieser Futtersaft jetzt eigentlich zusammengestellt? Es gibt mehrere Möglichkeiten und zwar in den ersten Tagen, dann ist es hauptsächlich eine Zusammensetzung aus der Hypopharynxdrüse und der Mandibulardrüse, also den Kopfdrüsen der Honigbiene. Und in den späteren Tagen, wenn dann also das Arbeitermischfutter dazukommt, dann gibt es eine erhöhte Konzentration an Zucker, das heißt also mehr aus dem Honigmagen und also eine verschiedenste Zusammensetzung aus den verschiedenen Drüsen plus den Honigmagen. Und das können die Bienen ganz genau steuern. Die wissen, dass die Larve ist so und so alt und sie braucht jetzt genau dies und das Futter. Und wenn diese also älter ist, dann geben sie ein bisschen mehr Zucker dazu und wenn sie ein bisschen jünger ist, dann nehmen sie ein bisschen mehr von der Hypopharynxdrüse, hier vielleicht ein bisschen weniger von. Also verrückterweise können die das genau steuern, was sie da jetzt genau zusammensetzen. Ja, aber was braucht man überhaupt, um die Hypopharynxdrüsen auszubilden? Diese Drüsen sind natürlich wichtig, um diesen sehr leicht verdaulichen Futtersaft zu produzieren. Pollen ist nicht so leicht verdaulich für die Larven, deswegen wird es sozusagen vorverdaut. Und dafür brauchen wir natürlich die Proteinquelle von den Bienen, ist natürlich der Pollen. Und wie wird Pollen in die Zelle eingelagert? Das schauen wir uns mal hier an. Auf diesem Video inspiziert eine Sammlerin die Zelle und dann legt sie hier ihr Abdomen drauf und schiebt dann mit ihren Mittelbeinen von den Hinterbeinen das Ganze weg. Und schiebt das Ganze dann nochmal tiefer in die Zelle hinein, während sie auch ihre Hinterbeine reinigt. Dann kommt es also schon mal ein bisschen tiefer, fällt nicht so leicht wieder raus. Und dann gibt es für gewöhnlich andere Bienen, die eher ein bisschen jünger sind. Und die pressen dann den Pollen da rein und geben dann noch ein bisschen Speichel dazu. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wieder eine Sammlerin, ein bisschen später. Und diese Pose ist extrem wichtig. Die müssen so sitzen. Die wollen sich sehr gerne nach oben genau so hinsetzen, mit dem Abdomen hier drauf. Weil wieder, es ist komplett dunkel und sie müssen ungefähr wissen, wo muss ich eigentlich hin, in welches dieser verschiedenen Zellen, die hier so sind. Und dafür ist diese Bewegung Kopf rein und nach oben ganz wichtig. Und wir sehen, was passiert gleich, wenn das nicht der Fall ist, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, diese Bewegung zu machen. Jetzt kommen, wie gesagt, andere Bienen, die pressen dann den Pollen da rein und fermentieren das Ganze dann über eine Zeit. Und das wird dann das sogenannte Bienenbrot. Und das nehmen die Ammenbienen dann wiederum auf oder auch diese Bienen und verfüttern das dann eben weiter an die Ammenbienen auch nochmal. Und dann haben wir also insgesamt irgendwann die Ausbildung der Drüsen im Kopf durch diesen Pollenkonsum. So sieht das dann aus, wenn das Ganze entweder eingebaut wird oder eben auch gleichzeitig auch noch gegessen wird. Und ich habe das eben gerade erwähnt. Wie ist das, wenn jetzt diese Bewegung fehlschlägt? Da gucken wir uns die untere Zelle hier an. Da will eine Biene rein und die möchte hier was reinlegen. Und hier oben sitzt aber eine andere Biene drin.
Das heißt, sie kommt nicht so ganz in diese Bewegung rein, dass sie nach oben hingeht und ihr Abdomen hinlegt. Jetzt schauen wir uns das an, das hat nicht geklappt, Moment. So, die versucht immer wieder reinzukommen, jetzt will sie nach oben diese Bewegung ausführen und weil das nicht klappt, fängt sie immer wieder von vorne an. Das ist wie, als ob eine Platte hängen würde. Jetzt probiert sie es auf der rechten Seite, sie wird aber ein bisschen weggedrückt von hier oben und fängt jetzt gleich wieder von vorne an. Wieder rein, orientieren und nach oben und es klappt einfach immer wieder nicht. Er ist blockiert. Irgendwann schafft es dann aber und sie geht da so ein bisschen dahinter. Aber diese Bewegung ist eben sehr wichtig, dass sie sozusagen nach dem Kopf hineinstecken, dann eben ihr Abdomen auch genau da, darin hinsteckt. Sie möchte sich hier oben auch festhalten und so. Und das ist natürlich schwierig bei so wenig Platz. Tja, sowas kann passieren im Bienenvolk. Und wir können uns, nachdem die Bienen das Ganze so konsumieren, auch genauer anschauen, was sind denn diese Drüsen überhaupt? Was machen die oder wie groß sind die? Und das haben Sie eben gerade auch schon in dem Bild gesehen, da können wir wie so ein MRT machen, so mal durchscannen sozusagen mit einem Laser und uns das anschauen, was da drin passiert. Und daraus dann auch eine 3D-Rekonstruktion machen, wie groß überhaupt diese Drüse ist. Und damit können wir ein Volumen berechnen und durch diese Volumenberechnung können wir zum Beispiel erfahren, ob die Pflanzenschutzmittel einen Effekt haben auf die Größe der, der Drüsen. Zum Beispiel hier ganz junge Bienen, die haben ganz unentwickelte Drüsen, ganz klein und wenn sie dann Pollen gefressen haben und ein Ammenbienen werden, dann werden die relativ groß hier. Und wir haben dann hohe Konzentrationen an Neonicotinoiden gefüttert, zum Beispiel hier hohe Konzentrationen an Clothianidin oder Thiaclopid und haben festgestellt, dass das Volumen sehr viel geringer ist, signifikant geringer ist. Das hier ist nämlich gar keine junge Biene, also keine, die gerade frisch geschlüpft ist oder keine Sammlerin, sondern das ist so eine, die hat eine hohe Konzentration an Neonicotinoiden bekommen. Wir sehen auch andere Effekte von den Neonicotinoiden auf die Entwicklung zum Beispiel. Das ist jetzt nicht nur die Entwicklung der Drüsen in den adulten Bienen, sondern wenn wir genau dieselben Konzentrationen in die Völker geben, da sehen wir, dass zum Beispiel bei dieser Konzentration die gesamte Entwicklungszeit etwa bei 21,5 Tagen liegt, etwa 21,7 Tagen und normalerweise haben wir hier so 20,5 Tage. Das heißt also, wir haben eine signifikant erhöhte Entwicklungszeit von über einem Tag. Das Ganze ist auch erhöht, wenn wir Thiaclopid hier dazu füttern. Auch wie gesagt, eine hohe Konzentration, keine feldrelevanten Konzentrationen, sondern so eine Art Kontrollgruppe, was eigentlich überhaupt passiert. Und die größte Entwicklungsverzögerung sehen wir hier in der Larvenentwicklung, also in der offenen Brutzelle, das was wir vorhin gesehen haben, während sich die Larve entwickelt und die Zelle noch offen ist. Wir haben aber auch Effekte auf die Embryogenese, das heißt also die Zeit, die sich ein Embryo entwickelt. Und warum das so ist, das wissen wir noch nicht, aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Mein Setup, also wie dieser Aufbau ist, der bestand eben aus einer Kamera, aus einer Beleuchtung und einem Beobachtungsstock und ich habe den Brutbereich gefilmt, das ist also so, wie diese Videos gerade entstanden sind, die Sie da gesehen haben. Und das Volk, das war dann so mit 300 Gramm Bienen gefüllt, also etwa 3000 Bienen, stand in einem dunklen, beheizten Raum und die Bienen konnten draußen weiter Pollen sammeln. Hatten allerdings oben einen Fütterer drauf und da waren eben auch die Neonicotinoide drin gelöst in dem Zuckersirup und das haben sie dann auch abgenommen, etwa 2,5 Kilogramm in 3 Wochen. Danach haben wir die Experimente neu gestartet. Und in diesem Brutbereich konnte ich dann sehen, wie sich die einzelnen Zellen entwickelt haben. Ich habe 6 Streifen gefilmt und es waren etwa 420 Zellen in einem Kamerabild. Und davon konnten wir nicht alle analysieren, aber natürlich so einige. Und dafür brauchten wir auch die Hilfe von maschinellem Lernen.
Dann hatte ich vier von diesen Apparaturen gleichzeitig, die stehen heute auch immer noch da, gerade stehen hier irgendwelche Heizer noch rum und machen das Ganze noch ein bisschen warm, weil wir die Experimente laufen sogar in dem Moment noch, jetzt gerade. Das Ganze ist dann an einem Computer befestigt und so können wir dann eben die verschiedenen Parameter aufnehmen aus den verschiedenen Völkern, wie zum Beispiel die Entwicklungszeit, die Fütterungsbesuche und die Fütterungsdauer. Und was ich Ihnen nur hier kurz zeigen möchte, ist, dass wir hier im Mai oder in den verschiedenen einzelnen Untersuchungsjahren eben auch hier wieder erhöhte Zeiten von der Zeitraum vom ersten bis zur letzten Fütterung hatten. Also eine erhöhte Entwicklungszeit innerhalb der Stöcke. Nicht durchgehend immer gleich, zum Beispiel im Juli war das irgendwie überhaupt nicht so zu sehen, aber doch durchaus bei einer geringen Konzentration, also diesmal feldrelevante Konzentration. Das hier wurde schon mehrfach im Debimo-Projekt in Polen zum Beispiel nachgewiesen, 200 ppb Thiaglobrid. Und auch in den anderen sehen wir gewisse Effekte. Bei 10 ppb Clothianidin zum Beispiel haben wir hier auch eine deutliche Erhöhung in der Zeitspanne der Fütterung und damit der Entwicklungszeit. Und warum ist das so? Die letzte Viertelstunde werde ich Ihnen noch mal kurz sagen, warum ich glaube, dass es so passieren kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nämlich zum einen könnte es eine veränderte Futtersaftzusammensetzung geben, also die Drüsen sind irgendwie kaputt oder produzieren das nicht so gut. Und das ist auch sehr gut möglich. Deswegen haben wir uns eben auch die Drüsen ein bisschen genauer angeschaut, das haben wir ja gerade schon gesehen. Aber wie genau jetzt die Zusammensetzung ist, wir haben erste Hinweise aus 2016 auch schon, dass da eben weniger Acetylcholin drin ist zum Beispiel. Dann gucken wir uns immer genauer an, wie ist denn das Fütterungsverhalten der Ammenbienen eigentlich und was ist jetzt eine Fütterung überhaupt? Eine Fütterung sieht ungefähr so aus, auch hier haben wir wieder mal eine Farbaufnahme. Es ist ein bisschen dunkel hier alles, also vom Kontrast her stimmt es, glaube ich, nicht so ganz. Mit den Schwarz-Weiß-Bildern war es ein bisschen besser zu sehen. Aber ich hoffe, Sie sehen es trotzdem genau. Wir haben hier eine Inspektion der Larve. Das passiert meistens mit den Antennen eben. Und sobald eine Fütterung ansteht, dann klappern hier die Mandibeln. Und dann wird auch schon der Futtersaft abgegeben. Und für gewöhnlich haben wir festgestellt, dass wenn Futtersaft abgegeben wird, die Larve sich besonders gerne dreht. Die dreht sich auch zwischendurch immer weiter, aber sobald es soweit ist, dann denkt sie, ach, hier kommt gerade frisches Futter nach. Ja, da kommt sie immer gerne, sie geht immer zum Futter hin, wenn sie die Möglichkeit hat. Und dann gibt es diese peristaltischen Wellen, die wir jetzt gerade hier sehen, wo die Larve sich dann eben weiter dreht innerhalb ihrer Zelle. Ja, das geht noch ein bisschen. Solche Fütterungen können etwa 2 Minuten dauern. In dem Alter müsste es eigentlich nur so 90 Sekunden, also 1,5 Minuten dauern. Aber ja, wir gucken uns nochmal vielleicht die anderen an. Diese hier geht sogar, glaube ich, nochmal jetzt mit hoch. Also das heißt, die Biene zieht tatsächlich die Fütterung nochmal mit hoch, soweit ich das in Erinnerung habe. Wir schauen uns das kurz mal an. Wenn nicht, dann ist es die andere. Ja, doch, da geht es nochmal weiter hoch. Das ist gar nicht so häufig, normalerweise bleiben die eigentlich an einem Fleck. Und so geht es weiter. Ich hätte hier sogar noch eine ganze Fütterung zu sehen, die ist dann hier zu sehen, aber vielleicht überspringen wir die für heute mal. Moment. Ja, wie viele Fütterungen gibt es jetzt eigentlich insgesamt? Wir haben während der gesamten Larvenentwicklungstage, die man hier so in der Farbskala sieht, tolle Regenbogenfarben, haben wir ungefähr 110 Fütterungen während der Entwicklung einer Larve. Und das sind ungefähr 190 Minuten, die die Larve gefüttert wird. Und da sehen wir, dass es eigentlich immer ansteigt, also von 4 zu 7 zu 11 zu 23 zu 47, also es erhöht sich immer. Dann am sechsten Tag gibt es weniger Fütterung, weil irgendwann wird ja die Zelle verdeckelt. Und dann haben wir in den anderen Versuchsgruppen
haben wir also immer eine geringere Zahl, für gewöhnlich. Es gibt Ausnahmen, aber für gewöhnlich haben wir immer eine geringere Zahl als in der Kontrolle. Und dadurch hinken die hinterher. Also es ist wie, als ob sie immer ein bisschen weniger füttern. Und das kann daran liegen, dass die Larven sich ja langsamer entwickeln oder das ist der Grund, warum sich die Larven langsamer entwickeln. Ganz endgültig geklärt haben wir das noch nicht. Aber wir sehen zum Beispiel am 5. Entwicklungstag hat jetzt hier die Tiergluprid-Gruppe erst unter 80 Mal gefüttert, während die Kontrolle schon über 90 Mal sind, also über 10 Fütterungen mehr. Und das war dann auch statistisch signifikant. Am Ende allerdings haben alle gleich viel gefüttert. Ja? Die holen dann also auf, am 6. über den Laufe des 6. Entwicklungstages holen sie diese Fütterungen auf und auch dieselbe Dauer an Fütterungsbesuchen. Gut, es gibt noch weitere Möglichkeiten, warum sich die Larven langsamer entwickeln. Das könnte zum Beispiel die Thermoregulation im Volk auch noch sein. Thermoregulation ist allen ein Begriff, wir hatten es gerade gehört, ganz wichtig natürlich im Winter und zur Bruttemperatur etwa 34 Grad. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es muss gekühlt werden, da gehen die Bienen entweder auseinander, verlassen auch das Volk, oder machen sogenanntes Evaporative Cooling, also Verdunstung, also Kühlung durch Verdunstung, so ähnlich wie wir das machen beim Schwitzen. Oder wir haben das andere Möglichkeit beim Heizen, da versuchen sie sich zusammenzukauern, alle zusammenzugehen und dann eben auch aktiv Wärme zu generieren. Wir schauen uns an, wie das aussieht, wenn wir das Kühlverhalten sehen. Dafür wird Wasser in die Zelle eingelagert und das machen die Bienen genauso, wie sie Nektar in die Zelle einlagern, nämlich immer mit so halbkreisförmigen Bewegungen an der Oberseite der Zelle. Immer so ein bisschen von rechts nach links. Und so entsteht dann hier so ein Wassertropfen, der verdunstet dann und die Luftfeuchte, also die feuchte Luft, die kann dann besser die Hitze aufnehmen und kann dann besser raustransportiert werden durch die ganzen Ventilierung am Eingang des Volkes. Und wir sehen, das ist ein sehr dynamischer Prozess. Das bedeutet also, die Bienen können hier Wasser einlagern. Innerhalb von wenigen Minuten kommt die nächste und in dem Fall macht sie da sogar ein richtig großes Tröpfchen rein. Und da haben wir 13.09 Uhr hier zum Beispiel, fast 13.10 Uhr. Und nur wenige Sekunden später kommt bereits die nächste oder die gleiche, ich kann es nicht genau sagen, und nimmt einfach wieder ein bisschen was auf. Also sehr dynamisch. Keine Ahnung, wie das reguliert wird. Die Bienen nehmen natürlich diese Luftfeuchtigkeit oder die Temperatur auch generell wahr. Warum jetzt die das genau sofort wieder aufgenommen hat, weiß ich nicht genau. Die andere Möglichkeit, das Heizen, ist klar. Das Clustern heißt sozusagen also das Zusammenkommen der Bienen, also so wie eine Wintertraube, passiv sozusagen Wärme zu konservieren und dann aktiv zu generieren. Und das sehen wir in dem Beispiel. Heizen heißt eigentlich immer, es gibt eine kurze Inspektion, aber danach sind die Fühler immer angelegt an den Kopf. Das heißt, die können sich noch so ein bisschen bewegen, aber sie sind nicht zielgerichtet und auch der Kopf ist nicht zielgerichtet. Und wir sehen das Heizverhalten und besonders deutlich, wenn die Bienen eben hier das Abdomen bewegen, so wie sie atmen. Und diese Pumpbewegungen sind also ein Anzeichen dafür, wie aktiv die Biene heizt. Viel Muskelbewegung durch den Thorax, entkoppelte Flugmuskulatur, bedeutet viel Sauerstoffverbrauch und deswegen auch viel Atmung. Und dadurch können wir also sehen, wie viel sie heizt. Und in der Zeit geht sie immer tiefer in die Zelle hinein, damit sie das Brutnest von innen heraus so warm wie möglich halten kann und diese Hitze ganz aktiv generieren kann. Und in der Zeit kann es auch vorkommen, dass das Ei nach unten gedrückt wird. Das ist also auch das, wenn wir eine Wabe hier rausnehmen und wir sehen so ein Ei, das hat sich gelegt. Das heißt eigentlich nichts weiter als, da waren schon relativ häufig Heizerbienen drin.
das Ei legt sich nicht von selbst. Die Biene hat jetzt nicht ganz so viel geheizt, das haben wir in einer Abdomenbewegung gesehen, aber zumindest etwas. Und das Heizverhalten sind wir gerade dabei zu analysieren. Wir haben mittlerweile ja mit so einer Oberfläche, haben wir also die Fütterungsbesuche, die sehen dann so aus auf unserer Darstellung, beobachtet. Und wir können mittlerweile eben auch die Heizverhalten analysieren. Das sind eben also diese roten Events, die Sie hier sehen. Diese einzelnen Ereignisse zählen wir aktuell und schauen, ob in diesen Völkern, die wir behandelt hatten damals, Unterschiede in dem Heizverhalten zu finden sind. Dann kommen wir zum letzten Punkt, und das ist eben hier, dass die Schadstoffe selbst die Entwicklung der Brut beeinflussen können. Also irgendwie in die Larve hineinkommen oder auch in den Embryo hineinkommen und dadurch vielleicht die Entwicklung beeinflussen. Und diese, das ist ein bisschen wieder strittig, weil eigentlich nur sehr wenig in Futtersaft zu finden ist, viel weniger als angenommen. Ich kann nicht mehr genau sagen, wer, aber es war eine deutsche Forscherin, die ich auch schon mehrfach zitiert habe, die das herausgefunden hat, dass da so gut wie keine Rückstände in dem Futtersaft zu finden sind. Wir sehen ja aber eben auch, dass es hier also eine Erhöhung in der Entwicklungszeit der Embryonen gibt, also der Eier. Und das kann natürlich auch durch die Temperatur mit zusammenhängen. Aber um dem genauer nachzugehen und zu schauen, ob nicht das cholinerge System bereits in der Embryogenese, also während sich der Embryo entwickelt, ein entscheidendes System ist und wichtig ist, machen wir aktuell Versuche mit mRNA-Injektionen. Kennen Sie alle vielleicht, ja? Ist diesmal kein Impfstoff. Diesmal ist es einfach nur etwas, was in der Zelle dann zu so einem Leuchtmolekül wird. Und das haftet sich an die Zellkerne an. Und diese mRNA, die injizieren wir dann in den Embryo, damit der Embryo zum Leuchten gebracht werden kann und können das Ganze in einem Lasermikroskop messen. Das ist noch in den frühen Anfangsstadien. Wir versuchen aber aktuell zum Beispiel solche Bilder über die gesamte Honigbienenentwicklung und die gesamte Embryogenese zu verfolgen. Das heißt, das hier sind nur ein paar Zellen, die wir hier sehen, und dann würden sich Zellstrukturen formen nach einer gewissen Zeit und dann eben die gesamte Embryogenese auch so aufnehmen. Also womöglich im nächsten Jahr haben wir da auch schon mal ein komplettes Video, wie sich so eine Honigbienenembryo entwickelt. Und das können wir mit verschiedenen Markern auch nachverfolgen. Das muss nicht nur der Zellkern sein, das kann auch zum Beispiel die Membran sein, das sieht man hier nicht ganz so gut, die färbt komischerweise auch die Zellkerne hier an. Eigentlich sollten das nur hier die Zellkerne hier unten sein, aber wir können auch das Aktin-Zytoskelett zum Beispiel färben, und so können wir dann verschiedene Bilder herstellen, um genau diese Entwicklung eben nachverfolgen zu können. Okay, dann komme ich zum Ende. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren versucht, diese Neonicotinoid-Effekte herauszufinden. Ich bin aktuell noch dabei, einfach ein generelles Verständnis darüber zu bekommen, was diese Acetylcholin-Rezeptoren, dieser Botenstoff, warum der so wichtig ist für die Entwicklung und ob er eben ein entscheidendes System auch ist in der Embryogenese. Es könnte sein, dass das endokrine System, also das heißt die Hormone, beeinflusst werden, dadurch auch die Genexpression, die Proteine und dadurch eben auch der Metabolismus. Und das wiederum beeinflusst dann die Entwicklungszeit der Biene oder auch der Larve oder auch eben dann natürlich die Größe der Drüse, die wir da gesehen haben. Während die Drüse natürlich dann wiederum selbst diesen Botenstoff ausschüttet, und das könnte dann auch zu einer Problematik führen als eine Art Teufelskreislauf. Ja, ich habe Ihnen jetzt nur ein paar Bilder gezeigt von den ganzen Verhaltensweisen, die wir hier so aufgenommen haben. Wir haben noch weitere, unter anderem, wo Varroa in der Zelle ist, wie Fütterung genau aussehen. Was haben wir noch? Wir haben noch Bauverhalten, haben wir noch uns überhaupt nicht angeschaut heute. Die finden Sie aber alle, wenn Sie denn möchten, in den Publikationen, die wir dazu publiziert haben. Besonders hier im Rechten können Sie also diese gesamten Videos nochmal nachsehen, außer jetzt die Farbaufnahmen, die sind ganz neu.
Und hier sehen Sie die ganzen Effekte von den Neonicotinoiden, die ich Ihnen jetzt hier heute gezeigt habe. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation und stehe gern für Fragen zur Verfügung und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.